Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, immer mehr lernen wir neue Wege der Kommunikation. Via Internet begrüße ich Sie auch an diesem Sonntag, am Passionssonntag. Wir haben in unserer Kirche, wie es die Tradition will, wieder die Kreuze verhüllt und wir schauen wieder hin auf den Herrn, der uns hier begegnen möchte in dieser Feier der Eucharistie. Seien Sie alle herzlich willkommen, die Familien, die Jungen wie die Alten. Wir denken an alle, die zu uns gehören, die als Gemeinde Sonntag für Sonntag sich hier bei uns in St. Bonifatius treffen. Und wir fühlen uns durch diese Feier verbunden, denn Christus verbindet uns immer wieder durch sein Wort und Sakrament auch im Geiste. So hören wir am heutigen Sonntag das Evangelium vom Lazarus, ein Freund Jesu, der starb. Und Martha, seine Schwester, sagt zu Jesus: Wärst du hier gewesen, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Wie geht es denen, die einen lieben Menschen verlieren durch den Tod? Ich glaube, genau mit dieser Frage: Herr, wärst du hier gewesen, Gott, wärst du da gewesen, dann wäre es vielleicht anders gekommen. Diese Gottverlassenheit am Passionssonntag nachzuspüren, vielleicht auch so vieler, die auf der Flucht sind, die in Kriegsgebieten leben, die krank sind, die im Sterben liegen in der jetzigen Situation. Wir nehmen alle mit hinein in unser Gebet und bitten den Herrn um sein Erbarmen. Allmächtige Gott, erbarme sich unser, er nehme von uns Sünde und Schuld und führe uns zum ewigen Leben. Lasst uns beten. Herr unser Gott, dein Sohn hat sich aus Liebe zur Welt dem Tod überliefert. Lass uns in seiner Liebe bleiben und mit deiner Gnade aus ihr leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Ezechiel. So spricht Gott der Herr: Siehe, ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich bringe euch zum Ackerboden Israels, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich euch eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Ich gebe meinen Geist in euch, dann werdet ihr lebendig, und ich versetze euch wieder auf euren Ackerboden. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe gesprochen und ich führe es aus. Spruch des Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Thank you.
Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sandten die Schwestern des Lazarus Jesus die Nachricht: Herr, sieh, der, den du liebst, er ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Jesus liebte aber Martha, ihre Schwester, und Lazarus. Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Martha sagte zu Jesus: Herr, wärest du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha sagte zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Jesus war im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet? Sie sagten zu ihm: Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Die Juden sagten: Seht, wie lieb er ihn hatte. Einige aber sagten: Wenn er dem Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, dass dieser hier starb? Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte: Nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte zu ihm: Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der 4. Tag. Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da nahmen sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich immer erhörst, aber wegen der Menge, die um mich herum steht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Da kam der Verstorbene heraus, seine Füße und Hände waren mit Winden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihnen: Löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus.
Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Was für eine Aussage. Vielleicht ein Gedanke vieler, die einen lieben Menschen zu Grabe tragen müssen. Vielleicht vieler Familien zurzeit in Italien. Ein Gott des Lebens? So heißt es doch immer, ein Gott des Lebens? Wo war und ist Gott in all dem Leid, das wir erfahren? Nicht nur zur Zeit aktuell, sondern rückblickend auch in der Geschichte und wohl auch in Zukunft. Wo ist der Gott des Lebens? Auch heute noch, in den Kriegsgebieten, in den Flüchtlingscamps, in Krankheit und Tod. Alles Erfahrungen, die ich heute symbolisch mit einem Grab beschreiben möchte. Da ist etwas vernichtet worden, gestorben, unwiederbringlich verloren gegangen. Und vielleicht auch in unserem Leben die ein oder andere Verlusterfahrung, das Scheitern einer Beziehung, einer Ehe, vielleicht finanzielle Nöte und Ängste, geplatzte Träume. Eine Erfahrung zurzeit weltweit. In der momentanen Situation, in der wir merken, wie zerbrechlich unser Leben und auch unser gesellschaftliches Leben ist. Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben, wäre das nicht geschehen. Dieser Wunsch, dieser Gedanke steckt dahinter. Liebe Schwestern und Brüder, wo ist Gott in den Graberfahrungen unseres Lebens und dieser Welt? Eine Frage, die sich viele stellen, nicht nur in den aktuellen Nöten. Und die Antwort? Sie bleibt aus. Das ist das Schwierigste am Glauben, wie im Leben. Es auszuhalten, dass es nicht auf alles eine Antwort gibt. Auch ich habe heute an diesem Sonntag keine Antwort. Auch dieser Sonntag gibt keine Antwort, er gibt aber eine Zusage. Das zeigt uns der Dialog zwischen Martha und Jesus. Dein Bruder wird leben, sagt Jesus zu Martha. Martha wiederum, ja, ich weiß, einmal im Himmel, da wird er dann leben. Jesus wieder, ich bin die Auferstehung und das Leben. Liebe Schwestern und Brüder, was für ein interessanter Dialog im Angesicht eines Sterbens eines lieben Menschen. Aber vielmehr beeindruckt mich, dass Jesus dann in das Grab, zu dem Lazarus hineingeht. Und genau das ist die Zusage des heutigen Sonntags vor den Gedanken, die wir eben gemeinsam durchgegangen sind, vor den Leiterfahrungen des Lebens und dieser Welt. Die Zusage, Christus geht in die Graberfahrungen unseres Lebens hinein. Christus kann das Grab öffnen, das mit einem schweren Stein verschlossen war, und hineingehen. Er schenkt Leben, er schenkt eine neue Perspektive. Und so wie es hier am Ambo heißt, ich bin da. Da auch in den Graberfahrungen unseres Lebens. Liebe Gemeinde, wie oft verschließen große Steine unsere Leiterfahrungen und verhindern so eine Bewältigung und Aufarbeitung. Der heutige Passionssonntag nimmt das Leid ernst. Er schiebt nicht das Leid an die Seite. Er möchte nicht billig vertrösten oder einmal in den Himmel vertrösten. Ja, später wird mal alles gut, was uns ja oft vorgeworfen wird, die Vertröstung aufs Jenseits. Nein, dieser Sonntag und die Passion Christi nehmen das Leid dieser Welt ernst. Und sie fordern uns auf, nicht wegzuschauen, nicht zu resignieren. Für uns ganz wichtig, wachsam zu bleiben, auch in dieser Situation. Wo kann mir Gott momentan begegnen?
Auch dann, wenn ich zu Hause sitze, isoliert, ich denke an unsere Senioren, wir haben Telefonate geführt und eine sagte, ich bin gesund, Gott sei Dank, alles ist gut, ich bin versorgt, aber das Schlimmste ist zurzeit, dass mir der soziale Kontakt fehlt. Vielleicht auch ein bisschen Graberfahrung. Wo dürfen wir nicht wegschauen? Und wo sollen wir nicht resignieren? Auch dann, wenn es uns gerade ganz persönlich trifft. Dieser Sonntag fordert uns auf, auch hineinzugehen in die Graberfahrungen unseres Lebens, so schmerzlich das auch ist. Lieber schauen wir weg und in die Zukunft, aber nochmal hinzuschauen. Aber mit dieser Perspektive, die er uns sagt, ich bin da. Wir brauchen nicht alleine hingehen in die Gräber, in die Graberfahrungen unseres Lebens und dieser Welt. Christus geht mit, er spricht genau in diese unsere Situation das Wort des Lebens, das da. Hier am Ambo, Sie erinnern sich, ich bin da. Unsere große Überschrift in dieser Passionszeit, in dieser Fastenzeit. Und welche Eigendynamik hat dieses Wort gewonnen durch die momentane Krise? Ich bin da. Und genau das möchte uns die Botschaft des Evangeliums sagen. Durch sein Dasein eröffnet sich ein neuer Weg. Durch das Füreinander-Dasein entsteht neue Hoffnung, auch über Grenzen hinweg. Und es kann ein neuer Schritt getan werden, wenn erst einmal der Zugang freigelegt ist, dass ich in diese Graberfahrung nochmal hineingehen kann, genau mit dieser Zusage, Herr, du bist da und du willst mich heilen, das, was mich verwundet hat, da willst du heilen und vergeben. Und dann kann ich auch selber bereit sein, da zu sein für andere, andere heilen, anderen vergeben. Ich habe einen schönen Spruch, den ich Ihnen am Ende noch mitgeben möchte, mal auf einer Sonnenuhr gefunden. Da stand, jede Stunde sterben wir, die Zeit vergeht, aber jede Stunde stehen wir auch neu wieder auf. Das hat mir damals gut gefallen. Der Wechsel von Tag und Nacht, sicherlich an der Sonnenuhr, von dunklen Stunden, aber auch welche tiefe Botschaft unseres Glaubens. Jede Stunde sterben wir, jede Stunde stehen wir wieder neu auf. Amen. Ich lade Sie ein, vor dem Hintergrund dieser Gedanken unseren Glauben nicht nur zu bekennen, sondern auch zu erneuern. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wenn einer sagt, ich bete für dich, ist das mehr als ich denke an dich. Beten heißt beistehen, füreinander da sein. Und so wollen wir auch wir jetzt unser Gebet sprechen und an die vielen denken, die Hilfe brauchen. Zu Gott, der Leben ist und Leben schenkt, lasst uns beten, du Gott des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Für die Christen, deren Leben durchdrungen und getragen ist vom Glauben an die Auferstehung,
aber auch für all jene, die diesen Glauben nicht haben und sich nach Halt und Zuversicht sehnen. Du Gott des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Für Menschen, deren Leben bedroht ist, und für alle, die sich in Kirche und Gesellschaft einsetzen, für den Erhalt und Schutz menschlichen Lebens im Großen und im Kleinen. Du Gott des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Für Menschen, die verzweifelt und ohne Hoffnung sind, die nicht mehr an sich, an ihre Mitmenschen und an das Leben glauben. Du Gott des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Für die Kranken, vor allem die Schwerstkranken und Sterbenden, für alle, die sich um jene kümmern, in den Familien, den Heimen, Krankenhäusern und Hospizen. Du Gott des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die um einen lieben Menschen trauern, und für unsere Toten um das ewige Leben in der Fülle Gottes. Du Gott des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Du Gott des Lebens, lass deinen Geist in uns wohnen, dass wir lebendig werden, gestärkt für das Hier und Jetzt und dereinst, vollendet in der Fülle des Lebens bei dir. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. An diesem Sonntag ist das immer so, dass wir die Kollekte sammeln für die Aktion Miserior. So wollen wir auch dieses Hilfswerk nicht vergessen. Und ich lade Sie ein, im Internet nachzulesen, was der Bischof dazu geschrieben hat, auch in unserem Newsletter. Und vielleicht Ihre Spende auf das Miserior-Konto zu überweisen, aber auch vielleicht auf unser Konto der Gemeinde, damit wir es weitergeben können, damit wir auch unseren Beitrag leisten können für die, die es nötig haben. Herzlichen Dank. Nimm an, was ich
Die Heilige Messe heute feiern wir für verstorbenen Fabian Glowatzki aus unserer Gemeinde, den wir am kommenden Dienstag zu Grabe geleiten. Wir begleiten die Familie in dieser schweren Zeit mit unserem Gebet. Und wir beten auch wieder in den Anliegen der Menschen, die diese aufgeschrieben haben im Forum unserer Kirche in der letzten Woche. So betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefallen. Erhöre uns, allmächtiger Gott, du hast uns durch dein Wort zum Zeugnis eines christlichen Lebens berufen. Reinige uns durch dieses Opfer und stärke uns zum Kampf gegen das Böse. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Da er Mensch war wie wir, weinte er über den Tod seines Freundes. Da er Gott war von Ewigkeit, rief er Lazarus aus dem Grabe. Er hat Erbarmen mit uns Menschen und führt uns zum neuen Leben durch die österlichen Sakramente. Durch ihn preisen wir das Werk deiner Liebe und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden.
tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen. Mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung, bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Heiner und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unseres Bruders Fabian Glowatzki, den du aus dieser Welt zu dir gerufen hast. Durch die Taufe gehört er Christus an, ihm ist er gleich geworden im Tod. Gib ihm auch Anteil an der Auferstehung, wenn Christus die Toten auferweckt und unseren irdischen Leib seinem verklärten Leib ähnlich macht. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Brüder und Schwestern, und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. So lasst uns gemeinsam das Gebet beten, das der Herr uns geschenkt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, schau auf den Glauben deiner ganzen Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Aus unserer Gemeinde Herz Jesu im pastoralen Raum gab es eine schöne Idee, die ich aufgreifen möchte, den Friedensgruß sich per soziale Medien zukommen zu lassen,
am Sonntagvormittag auch hier ein gutes Wort für den anderen zu haben, füreinander da sein. Seht, hier ist Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben, so spricht der Herr.
uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns das Sakrament der Einheit geschenkt. Lass uns immer lebendige Glieder Christi bleiben, dessen Leib und Blut wir empfangen haben. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien, allen einen gesegneten Sonntag und bleiben Sie behütet bis zum nächsten Mal. Der Herr sei mit euch. Segne dein Volk, allmächtiger Gott. Es erwartet voll Sehnsucht dein Erbarmen und deine Hilfe. Gewähre ihm als gütiger Vater, was es auf deine Eingebung hin erbittet. Und so segne, begleite und beschütze euch der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.